Folgendes Video ist bitte auf keinen Fall ernst zu nehmen. Das ist alles nur kompletter Schwachsinn und kompletter Spaß. Wir hatten beim Aufnehmen alles so viel Spaß. Wir haben Tränen gelacht. Ich habe mich fast angepisst vor lauter Lachen. Und das Ganze sieht man auch in Outtakes, die entweder heute oder morgen noch folgen. Und bitte schaut euch diese Outtakes an. Ich hab gebrüllt vor Lachen. Es ist einfach ein verdammt lustiges Video geworden, und falls ihr den Humor nicht versteht, dann klickt einfach gleich weg. Aber wir hatten unglaublich viel Spaß. Wie gesagt, schaut euch die Outtakes an, die kommen heute oder morgen noch. Und jetzt viel Spaß, und ich gebe es an meinen Kollegen weiter, Ice-T Swaggerfeld. Hallo und herzlich willkommen, Freunde der Modewelt, zu Zomberbias Next Fashion Plant. Mein Name ist Ice-T Swaggerfeld und wir sehen uns heute die Top-Anpassungen dieser Saison von unseren drei Newcomer-Top-Models an: Mrs. Tim, Mrs. Python und Mr. Treewear. Wie geht es heute euch, Mädels? Tim, wie geht's dir? Wunderbar! Mir geht's wundervoll! Wie hast du dich so vorbereitet? Wie hast du dich vorbereitet auf dieses, auf diese, auf diese, auf diese, diesen Kampf, kann man schon fast sagen? Ja, ich bin einkaufen gegangen und habe mir neue schicke Klamotten geholt von Gucci. Oh, ein Traum, ein Traum. Ich freue mich schon sehr auf nachher diese tollen Anpassungen zu sehen. Wie geht es dir, Mr. Python? Ja, Mrs. Python. Hallo, okay, anscheinend sehr schüchtern, diese kleine süße Maus. Okay, da kommen wir zu dir, Mrs. Treewear. Wie hast du dich auf diesen Wettkampf heute vorbereitet? Gar nicht. Mrs. Treewear, hast du irgendwelche speziellen Taktiken für heute? Irgendwelche speziellen Strategien, Gewinn? Tricks, Tipps? Wie bitte? Gewinn. Okay, mit dieser tollen Pose verabschiede ich mich mal. Wir sehen uns nach der Werbepause und wir sehen uns gleich die Top-Anpassungen dieser drei süßen Girls an. Bis dann und bis gleich in einer halben Stunde nach der ProSieben-Werbung. Ciao. Willst du schmutzige Abenteuer mit dem muskulösesten Zombie in Zomberbia? Dann ruf jetzt an 0600 666 666 88. Wir sehen uns im Bett. Willkommen zurück zu Zomberbias Next Fashion Plant. Die Mädels haben sich soeben umgezogen und wir sehen uns jetzt ihre tollen Anpassungen und Outfits und so scheiße an. Ich bitte dich, Mrs. Timmer, jetzt hier über die Brücke zu kommen, damit ich dich bewerten kann. Los geht's. Und... wow, ein Traum. Was ist das? Willst du ein bisschen was zu deinem Outfit erzählen? Also, da ja Frühling ist, habe ich mir gedacht, ich ziehe mir ein leichtes, schönes Outfit an. Mit sehr viel Grünzeug, Blumen, um an die Frische dieser Jahreszeit zu erinnern. Ich bin ja auch eine Eisrose und das habe ich gedacht, das ist ein ziemlich cooles Outfit. Deswegen habe ich auch so einen richtig schönen Umhang und ich finde, das passt alles so zur kalten, frühlingseinläutenden Jahreszeit. Ja, es ist wirklich ein Traum. Es passt alles sehr schön zusammen, dieses Blau-Rot, wirklich sehr schön gemacht. Ich würde dir für dieses Outfit, ich würde dir, denke ich mal, 7 von 10 möglichen Punkten geben. Ich danke dir sehr für diesen tollen Beitrag. Verpiss dich. Scheiß Geizhals. Passt. Als nächstes bitte ich, Mrs. Python rüberzukommen. Los geht's, Kleine. Kleine schüchterne Maus. Zeig uns, was du drauf hast. Und los geht's. Wow, was ist denn hier los? Willst du uns ein bisschen was über dein Outfit erzählen? Als vor kurzem Ostern war, habe ich mich dementsprechend gekleidet, ja? Mit einem Osterhasen in der Hand. Lilien, glaube ich. Du Mörder, wie geil ist das? Marienkäfer-Outfit. Wow. Ein Mini-Rock. Also denn, denk auch gut zu haben. Deine Brille ist jetzt nicht so ganz meins, Dean. Der Hut auch nicht so wirklich, aber vor allem der Umhang gefällt mir ganz gut. Ja, das ist mir auch riesig. Ja, und dieser Zauberstab, es geht, es kann man lassen. Ich muss leider sagen, ist Prada, ne, das erhöht die Punkte natürlich genau gar nicht. Ich muss dir leider sagen, Kleine, ich habe heute leider kein Bild für dich. So eine dreckige Schlampe. Gut, als nächstes bitte ich die fantastische Mrs. Treewear. Oh mein Gott, sie ist hinter mir. Was ist denn mit dir los? Bist du eine kleine Hexe oder was ist los mit dir?
Willst du was, willst uns was erzählen über dein schönes Outfit? Naja. Futterbaum! Es betont mein feuriges Aussehen. So elegant der Umhang. Und die Tiara. Sieht alles sehr, sehr hot aus. Wirklich und sehr hot. Die Blumen sollen einen Akzent setzen, damit auch an das Schöne erinnert wird. Vor allem wird. Der Umhang gefällt mir, der ist sehr edel gehalten. Sehr schlicht, aber edel. Dankeschön. Und dieses Vorderding da. Ich würde dir in dem Fall, denke ich mal, eine 8 von 10 geben. Und damit ist die fantastische Mrs. Trevor der Sieger von unserem Zimbabwe's Next Fashion Plant Preis. Du hast, genau, gar nichts gewonnen. Ich hoffe, es hat dir die Teilnahme Spaß gemacht. Ich hoffe, euch allen anderen hat die Teilnahme an diesem fantastischen Event Spaß gemacht, die was über euch überhaupt nicht... Die was euch überhaupt nicht auf eure äußeren Werte reduziert hat. Ich werde meinen Gewinner an ein Kinderheim spenden. Das wirst du tun, das ist aber ultra lieb von dir. Aber du hast jetzt gewonnen, das heißt, das Ganze geht auf deine Kappe. Gut, alle könnt jetzt noch eine Abschiedsworte. Nein, halt die Fresse. Ihr alle könnt jetzt noch einfach abschließende Worte sagen. Ihr fangt an mit. Oh mein Gott, eine Transe! Ihr könnt jetzt anfangen. Mrs. Timme, was halten Sie von diesem Event und was haben Sie für abschließende Worte für uns? Ich stehe euch alle an. Hallo? Mrs. Timme? Schlappe. Okay, wo ist unsere Transe? Ah, hier ist sie, wie doch operiert. Das ging aber schnell. Was wollen Sie zu diesem abschließenden Event sagen als eindeutige Verlierer? Das ist alles Betrug. Und Sie haben das von meinem Anwalt, ja? Die letzte Nacht wird uns aber nie vergessen sein. Ja, das bezweifle ich ganz stark. Anwalt. Aha, ja, okay, das bezweifle ich ganz stark, finde ich gut. Und was halten Sie als Gewinnerin von diesem Event und was haben Sie für abschließende Worte für uns? Ich mag Ice-Tea Swaggerfeld, bin großer Fan. Und ich bin die Beste. Ja. Ja, alles klar. Ich hoffe, euch hat diese Sendung gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich nicht. Und auf Wiedersehen. Ihr Ice-Tea Swagger. Wie heißt ich nochmal? Ice-Tea Swaggerfeld. Ice-Tea Swaggerfeld. Ice-Tea Swaggerfeld. Alles klar. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.